Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bekommen von der Firma Tribit. Da hatten wir ja schon mal was. Und die haben mich angefragt, ob ich noch mal was zeigen wollen würde von denen. Und das passt eigentlich ganz gut. Der Tribit Aqua Easy. So einen ähnlichen hatte ich, glaube ich, schon mal, aber nicht von Tribit, oder? Josie? Den schwarzen davon, war der von Tribit oder nicht von Tribit? Weiß nicht. Kannst du mal ins Schlafzimmer auf den Nachttisch kurz holen? Ich weiß nicht, wo der wirklich ist. Schlafzimmer bei mir auf dem Nachttisch. Ich koche gerade. Das brennt an. So. Jedenfalls mit Uhr. Der soll jetzt hell sein. Der andere war schwarz. Wie ich, Josie geht gerade gucken. Portable Wireless Speaker. Seht ihr den? Ja. Und den gucken wir uns jetzt. Der hat so jetzt zwei Bänder. Nee, der ist nicht von Tribit, der andere. Der ist von einer anderen Firma, aber der ist mir auch schon runtergefallen. Beziehungsweise nicht runtergefallen, da hat sich der Saugnapf gelöst. Der ist von Basspal. Aber sieht auch so in etwa aus. So, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht und dann packen wir den mal aus und gucken, was alles so drin ist, und dann machen wir noch ein Hardware-Video, oder wenn da nicht viel drin ist, dann machen wir ein Video. Ja? Also ich wechsle jetzt mal. So, da sind wir jetzt auch in der Unboxing-Ansicht. Und mir ist gerade mein Messer runtergefallen. So. Wir müssen hier Klebeband abmachen. Ich bin mal gespannt. Also bis jetzt, ich hatte ja Kopfhörer von Tribit und eine Bluetooth-Box und so. Die hat meine Tochter aber kaputt gekriegt, weil sie runtergefallen ist. Weil sie überall mit hingeschleppt hat. Wenn die in ihrem Zimmer geputzt hat, muss man ja die Box nicht hinstellen. Nein, man macht sie sich an Gürtel oder beziehungsweise an eine Hose. Ja, dass man sie auch mit hat, wenn man auf Klo geht. Warum? Keine Ahnung. Ah, hier sind dann die Erklärungen für die Knöpfe. Eine dicke Anleitung. In vielen Sprachen. Aber ich denke mal, das ist doch auch wieder selbsterklärend. Was mich nur interessiert. Bluetooth-Verbindung, genau. Hier haben wir die deutsche Seite. Ein paar technische Details würde ich gerne wissen. Die sind dann wieder. Ne, hier ist fr.de. Hier. 5,3 ist die Version der. Also die Bluetooth-Version. Bluetooth-Protokoll ist A2D. DP, AVR, CP, HFP, HSP. Output Power 5 Watt. Frequenz 100 bis 16 Kilohertz. 3 Stunden, da ist es. 3 Stunden. IPX7 fähig. Also Wasserschutz, IPX7. 260 Gramm. Okay. Das ist ein USB-C-Kabel, den wir mit bei haben. Sorry, falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich. Ran, also fixieren. Aber irgendwie will er nicht. Ah, doch, jetzt. Na gut.
Mit Kabel hat er also immer seine Probleme. So, dann packen wir ihn mal aus. Ach, der sieht ja ganz fresh aus. Also da wird die Verpackung wird dem nicht gerecht, muss ich sagen. Also auf der Verpackung sieht er nicht so hübsch aus. Wenn wir den jetzt hier vergleichen. Ach, dann ist der doch beleuchtet. Ja, also das ist Metall. Das ist hier auch als Metall gekennzeichnet. Also sieht man, dass es Metall ist. Achso, falsch rum. Moment. So rum. Hier ist das, sieht das Display gerade aus. Hier ist es ein bisschen. Hier ist es abgeschrägt. Wir haben nur ein Band. Ach nee, das sind verschiedene. Das ist halt, das gibt es auch noch ein rosa. Ah, okay. Das sind zwei hintereinander. Also ich muss sagen, das Bild wird ihm nicht gerecht. Also ich finde ihn schöner als auf der Verpackung. Oh. Battery 60%. Ich wollte gar nicht anmachen. Das werden wir uns im nächsten Video erst angucken. Hier scheinen wir ja einiges machen zu können. Und aus. Achso, braucht man nicht gedrückt halten. Es reicht einmal drücken. Ich bin immer gewöhnt, dass man gedrückt hält. Haben wir die Bluetooth-Taste. Also die haben alle einen wirklich angenehmen Druckpunkt. Auch das mit dem Metall. Das abgeschrägte und das abgeschrägte Display finde ich ganz gut. Wir haben auch Gumminippel hier unten, damit das standfest ist. Ja. Wir haben dann ein Band zum Anhängen, ja, am Haken, in der Wanne oder in der Dusche. Sieht alles sehr gut und sauber verarbeitet aus. Also ist kein. Keine scharfe Ecke, Kante. Und was ich definitiv sagen kann, das Original, also in echt, sieht da viel, viel besser aus als auf der Verpackung. Meistens hat man ja so, dass auf der Verpackung das Produkt geil aussieht und dann denkt man, naja, aber hier ist das komplette Gegenteil. Verpackung, naja, der sieht recht fresh aus. Also der hier fällt mir sehr gut. Ich bin ja nicht so der Farbenfreund. Ich mag es ja immer so schwarz oder so. Aber so von der Zusammenstellung mit dem Blau, also Babyblau, also naja, ein leichtes Babyblau und mit dem Hellen hier rum, was dann leuchtet und dann hier das Metall hier rum. Also finde ich wirklich sehr, sehr schick. Muss ich mal so sagen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, da lohnt sich das mal wieder ein Unboxing und ein Hardware-Video zu machen. Dann würde ich jetzt hier einen Cut machen und hol mir mein Handy und dann machen wir mal hier Hardware und gucken mal, welche Lichter wir machen können und wie er vom Ton her ist und gucken uns das Display mal genauer an, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen und Akku muss ich auch wechseln. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.